Und herzlich willkommen hier am LS22 Multiplayer auf der Ken Crossing. Ja, wir sind hier wieder mit den Kleinsten noch unterwegs. Haben die letzten Geschenke eingesammelt. Wir müssten jetzt alle Spawnplätze abgefahren haben. Ich habe jetzt auch hier noch Autodrive an, weil, gerade mal ein bisschen geguckt. Wir haben ja am Samstag auf Twitch live gestreamt. Und ja, das Geld hat schon ein bisschen abgenommen. Wir haben nach dem Stream noch was gebaut und ja, da müssen Strecken eingefahren werden. Und ja, gucken wir mal dann hin noch. Ne? Aber erst müssen wir noch so die restlichen Fahrzeuge hier versorgen. Ich bin gerade erst auf dem Server drauf. Ich wäre hier noch Wahnsinns, wenn wir noch Cocking-Synchro haben, oder? Also so gut wie gar nicht. Naja, ein bisschen. Ne? Gut, alle erstmal von A nach B geschickt. Zwei Kalkstreuer nach Hause geschickt. Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, ich hoffe, ich habe das richtig zugehört bei Jürgen, dass er fertig war mit Kalken dann. Also angesät wurden im Stream am Freitag hier unten Feld 44 plus die Erweiterung mit Baumwolle und Feld 45, weil wir brauchen ja etwas Baumwolle, brauchen wir schon, um die in der Textil zu verarbeiten. Wir haben dann noch überlegt, weil im März geht ja das Ansehen weiter, was wir da alles so ansehen müssen. Also wir werden Hafer ansehen, wir werden Hanf und Flachs ansehen. Und wir werden hier drüben das größte Feld, was wir aktuell besitzen, die 28, da werden wir Mais ansehen. Hier unten haben wir noch zwei kleinere Felder, da müssen wir mal gucken. Auf 1 werden wir auch Zuckerrohr machen, ich denke mal auf die 10. Ne? Weil wir brauchen ja in der Dieselherstellung, brauchen wir ja Zuckerrohr. Ne? Ja, und dann natürlich von dem Geld, was wir haben, denn Benjamin hat Bäume verkauft, ne? Werden wir uns sicherlich auch noch irgendwelche Felder leisten können. Da müssen wir aber mal schauen, ob wir dann fertig angesäte Felder nehmen oder je nachdem, wie wir es schaffen. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, wo wir auch schon davon gesprochen haben, ich glaube, da muss ich mich erst anmelden, sonst kann ich das gar nicht, oder? Wir werden definitiv die Tage umstellen. So, dass wir nicht mehr einen Tag pro Monat spielen, sondern zwei Tage pro Monat. Das ist ja auch der letzte Zeitpunkt, oder beziehungsweise wir haben ja das gesagt, wenn, dann machen wir das im Februar, damit wir ab März zwei Tage haben. Ne? Sicherlich werden wir nicht immer diese zwei Tage brauchen. Ich werde das mal speichern hier. Aber wir könnten ja dann definitiv auch auf Zeit 2 machen. Dann ist ja auch nur wie ein Tag pro Monat. Ne? Wir könnten natürlich auch immer, wir haben ja letztes Ingame ja schon relativ viel auf 0,5 gespielt, damit wir die Arbeiten alle schaffen. Ja, wenn wir uns mehr große Felder zulegen, wird es natürlich immer mehr mit Arbeit, ne? Deshalb werden wir dort die zwei Tage brauchen, ne? So, wo schickt man ihn mal hin? Der muss am besten zur Werkstatt, weil da soll ja die Geschenke einladen. Einladen, na klar. Ausladen müssen wir die Geschenke. Und zwar in unser Lager, damit wir das dann verkaufen können, wenn der Preis natürlich am besten ist. Ne? So, ich mache trotzdem erstmal hier das AD-Netz nochmal aus, weil ich mal gucken. Genau, er war angekommen. Da müssen wir mal gucken, jetzt mit ihm hier. Oh. Müssen wir mal Z machen. Ich wollte mir jetzt eigentlich. Habe ich schon Glück gehabt hier oder was? Ich hoffe mal, dass ich den Zucker einladen kann. Mit dem Autolot hier. Auf unten steht er. Achso, ich brauche auch Paletten zum Tragen. Genau, das geht schon mal. Ich weiß nicht, wie viel Zucker ist jetzt hier drin. Zucker sind 36.000. Passen rein. Ein bisschen was steht davor. Das heißt, wir haben mehr wie eine Kammer. Machen wir in die zweite auch Zucker. So, und jetzt wäre natürlich interessant, wenn er in der dritten Kammer die Hefe laden könnte. Dass wir die mit ins Zentrallager nehmen können. Ups, nicht angefasst. Ja, macht er. Das sieht gut aus. Ne? Wo kamen die her? Und nimmt er die nicht?
Ja, die nimmt doch nicht, weil die so weit. Wenn ich sie ein Stück hochhalte, nimmt es ja, ne? Mal was ausprobieren. Wir können ja. Wir haben ja auch schon am Freitag relativ viel rumprobiert. Freitag, sag ich schon, am Samstag relativ viel rumprobiert. Mit dem Trailer. Ich kann ja hier die. Wo war es denn jetzt? Hier. Kann ich ja verstellen. Wenn ich es tiefer stelle, nimmt es gar nicht mehr. Das habe ich kaputt gemacht. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn er dann. Ne, wenn es unter der Erde ist, geht es gar nicht mehr. Okay. Aber das kriegt man, glaube ich, auch relativ schnell wieder. Wenn ich Z drücke, dann positioniert er das wieder neu. Ne? Ja, was höher steht, nimmt er dann. Okay, ist jetzt die ganze Hefe schon raus? Ne. So, das gleiche machen wir auch mal bei den Zucker, beziehungsweise machen wir hier mal aus. Das gleiche machen wir bei den Zucker, dass wir die Paletten spawnen. Hefe steht aber auch auf Einlagern, ne? Müsste ja jetzt auch Zucker rauskommen. Hefe kommt raus. Oder macht er erst die Hefe leer und dann den Zucker? Ich glaube, gleichzeitig lagern noch nichts aus, ne? Weil was wir natürlich auch machen können, wir können auch hier das weiter rüberschieben. Ach, dann muss ich Motor starten. Wir können es auch rechts-links verschieben, das geht genauso. Die eine lassen wir davon stehen. Klar ist dann alles dasselbe geladen, so ungefähr, aber das geht schon. Immer noch 3000. Ich dachte, er lagert mal den Zucker aus, dass ich sehe, ob das da auch funktioniert. Weil da würde ich ihn nämlich hier stehen lassen. Und sagen hier, mach einfach. Genau, jetzt kommt Zucker raus und den nimmt es natürlich, ne? Da wird dann nur so sein, dass, ich weiß nicht, welche Kamera er jetzt voll macht. Aber dann wäre noch genug Platz zum Auslagern und da können wir ihn nämlich einfach hier stehen lassen. Was denn jetzt? Ist jetzt voll? Nee. Jetzt 30.000 der Hefe drauf. Ja. Kriegen wir nicht mehr weg, die letzten drei Sack sozusagen. Gut, müsste es hier stehen bleiben. Aber Zucker scheint besser zu gehen, dann nimmt er auch die unterste Palette. So, lassen wir ihn mal hier machen. Und wir entladen ihn mal, weil ich habe noch eine Palette Brot aufgeladen gehabt. Er muss noch mal zurück dann. Ach, das ist natürlich jetzt. Ne, doch, ist ja richtig. Das ist schon richtig so rum. Kommt noch mal Geld rein? Auch mal?
Wir müssen noch einmal zurückfahren. Ich glaube, eine Sorte Brot können wir noch laden an der Bäckerei oben, wo wir Sortenreihen nochmal 90.000 Liter aufladen können. Ich habe jetzt natürlich noch nicht geguckt, was wir auch erzählen, um die Kapazität zu vergrößern. Das müssen wir, das werden wir uns auch noch machen hier. Das ist, denke schon, dass das Sinn macht. Weil hier geht es ja, meine 90.000, 90 Paletten. Was, wenn wir den auf der Marsch nutzen wollten, ne? Also Benjamin auch gesagt, da müsste man ja fast auf drei Kammern A 90 Paletten machen. Denn wir können ja sonst, wir haben ja 5.000 Liter Paletten. Auf der Marsch transportieren wir ja sonst, naja, mindestens 30, ne? Mindestens 30 oder eben 40 Paletten, ne? Mal 5.000 Liter. Also müssten wir ja hier auch, um auf dieselbe Literzahl zu kommen, mindestens 90 pro Kammer machen. Ne? Aber das müssen wir mal gucken. So, und zwar brauche ich Produktion Nord, müsste ich kurz überlegen. Nicht Hafen Nord, Holger. Ich würde sagen, da ist noch nichts, was dort oben steht. Ne? Hier Bäckerei, wir fahren mal auf den Anlieferpunkt wieder. Ne? Ja, des Weiteren wird natürlich hier bei unserer Zementfabrik fleißig angeliefert. Halt, ich muss noch was machen. Noch keiner da. Wo hab ich denn den wieder hingeschickt? Ne, das ist der andere. Ach, der Steinesammler muss auch nochmal beladen werden. Ach, anliefern Sand, Holger. Das wird nichts. Wenn, dann müssen wir schon... Ich habe natürlich unser Förderband vergessen. Der hat hier die 3.900 Liter aus dem Förderband rausgeholt. Ne? Das ist wieder hier Anlieferung. Dorthin müssen wir. Können wir die da lassen? Ja, die können wir da lassen. Müssen wir nicht wieder mitnehmen. So, Wasser ist hoffentlich auch schon angekommen. Ja, im Grunde genommen können wir hier starten. Ne? Also wir können eigentlich die... die Zementproduktion in Betrieb nehmen. Wir haben Säcke angeliefert. Ne? Das haben wir gemacht. Ich dachte, die werden irgendwo hingestapelt, dass man sie sieht, oder? Jetzt wird hier so kleine, wenn wir uns wieder Böckenbein durchgehen hier. Mann, Mann, Mann. Ne, die werden nirgends hingestapelt. Oder? Werden sie hier drinnen irgendwo gestapelt? Ne. Ja, in 19er wurden die irgendwo gestapelt, ne? Ne, ich sehe nichts. Hier kann man noch rüber gehen. Ne. Oha, hier ist auch eine komische Textur dazwischen. Und jetzt kommen wir nicht heraus hier drüben, oder? Ja, hier spawnen ja dann die Sachen. Ne? Aber was ich jetzt vermisse, wo ist denn jetzt hier? Ach doch, dort war er doch, genau. Lass mal das Ganze mal zuschalten hier. So, Produktion verwalten. Also wir könnten natürlich Barriere herstellen. Ne?
Es ist eine Parallelproduktion, meine, die wird ganz schön Output produzieren, ne? Was uns natürlich hier noch fehlt, ist ein Booster. Den werden wir aber kriegen, denke ich mal. Denn Priorität 1 ist überall drin. Bis auf hier unten. So, den Müll müssen wir auf Verteilen stellen, ne? Und der Rest sollte eigentlich auf Einlagern bleiben. Wir können das mal durchtickern, aber ich denke mal, daran wird es nicht liegen, dass immer ausgelagert wird. So, dann gehen wir mal hier in Betrieb. Volle Pulle, ne? Und da wird so aussehen, dass wahrscheinlich. Obwohl, ne, es steht noch nicht drin. Das Material mit den 150.000 nicht lange reicht, ne? Gut, werden wir erleben, wenn hier was produziert wird, ne? Ja, können wir theoretisch auch drüber nachdenken, halt falsche Seite, können wir auch drüber nachdenken, ob wir dann andere größere Baustellen dann noch in Betracht ziehen, die wir bauen können an Gebäuden, die wir natürlich auch dann irgendwo beliefern können, ne? Also ich denke mal schon, dass man, weil es auch oben drin steht, hier Mineralfutter voll, so als nächstes wahrscheinlich schon die Tierfutterproduktion. Müssen wir mal hingucken, was wir alles brauchen, dass wir das so als nächstes in Angriff nehmen. Weil jetzt mal gucken, wie weit hier ist. Weil die Gebäude stehen nämlich alle, würde ich sagen, viel kann ja auch nicht mehr sein. Ja, 9% müssen noch gebaut werden. Ne? Also 9000 Liter sind noch übrig von 100.000, also 9% müssen noch gebaut werden. Ne? Texturtechnisch ist natürlich wieder viel Stein. Ne? Gut. Genau, ich würde sagen, er hat hier fast voll, ne? Oder? So, dann fahren wir mal das Ganze hier ins Zentrallager, also zu Bobo Logistik. Anlieferung. Genau, er ist hier angekommen. Weil den müssen wir nicht woanders hinschicken noch. Komm. Wir fährt ja nicht rückwärts. Wahrscheinlich kaputt, der rückwärts kann. Müssen wir unsere Geschenke noch abliefern. Weil das Mineralfutter, was hier ist, das werden wir mit ihnen, er kriegt da eh nicht alles fort. Ne? Wir schicken ihn aber trotzdem erstmal woanders hin, und zwar das Vinegar abholen. Ne? Das war meines Erachtens in Südwest, nee, Südost. Oder? Ja, auch Südost, Abholung hier. Da kann er erstmal hin. So, wo ist denn jetzt mein anderer Trecker? Hier ist er, genau. Ja, das haben wir uns neu gebaut. Das ist jetzt hier unten hinter den Hallen und Holzlagern, was Benjamin hier drüben gebaut hat, wo entsprechend Bäume angepflanzt werden, hier drüben Baumschule. Da haben wir schon, wie wir grob überlegt hatten, das hier dahinter gebaut. Wenn wir mal gucken hier im Baumenü, das sind zwei große Durchfahrtshallen, die wir hier hingebaut haben. Wir haben jetzt, ich habe jetzt erstmal einen Weg gemalt nach hier vorne, ne? So dass wir praktisch die Hallen einfahren können, und da sollen komplett alles LKWs rein.
Wie gesagt, die zwei neu gebauten, die haben ja auch alle. Willkommen in Ihrem Deutz. Die werden den Trailer nicht mehr abkriegen. Das werden wir als Gespann irgendwo um reinstellen. Wir haben einen Kögel, wir haben einen normalen LKW mit Kipper hinten dran, wir haben große Schüttgutanhänger, ne? Weil der Halle sieht so aus, aber hier drüben nochmal einen Werkstatttrigger, den wir ja eigentlich nicht brauchen, aber der war mit dran, ne? Ließ sich nicht vermeiden, ne? Und hier drüben auf der Seite ist noch eine Waschhalle mit dran, die wir auch nutzen können. Also wir könnten ja so nur Fahrzeuge waschen. Wobei wir das wahrscheinlich hier drüben bei Achim machen werden. Weil der auch entsprechend gleich noch mit repariert wird. Ne? So müsste man waschen fahren und dann auf dem Platz hier fahren von der Halle. Ja, kann man machen. Ne? So, wir brauchen natürlich jetzt hier überall Durchfahrtslinien. Ne? Das muss alles angebunden werden. Das wird ein Heidenspaß. Ne? Hier drüben ist ja einmal die eine Zufahrt, was Benjamin schon gemacht hatte, für die Durchfahrtshalle hier drüben. Und davon werden wir abfahren. Ne? Und werden ja entsprechend hier durchfahren. Ne? Die erste werden wir wohl, ich denke mal, hier so über die zweite bestücken müssen, dass wir hier so rumfahren. Weil sonst bleibt der hier unten hängen. Das können wir dann auch gleich ausprobieren. Ne? Beziehungsweise weiß ich jetzt nicht, ob man doch, das ist der erste Stellplatz, ist eine 1 dran. Ne? So, brauchen wir natürlich hier ans Vehikel. Dann müssen wir erstmal messen. Wir nehmen mal hier das zweite Tor beim Messen. Wie breit das Ganze hier ist. Das sieht so schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, die schwarzen Linien da unten, oder? Genau, wenn ich das auf die schwarzen Linien mache, ist es hier auch. Also haben wir das richtig. Das sind 6,5 Meter. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. So, da brauchen wir natürlich jetzt hier entsprechend Kurs. Wir müssten natürlich gleich immer hier so einen Anfahrtspunkt mitnehmen. Ne? Am besten immer hinten mit der Ackerschiene auf die Kante. Wir setzen mal hier noch einen Punkt. Müssen wir uns jetzt hier rüberziehen. Wenn natürlich jetzt der Punkt nach links ist zum Abzweig zu den Unterständen hier vom Holzlager, können wir es natürlich nicht rüberziehen, ist klar. Müssen wir dann entsprechend einfügen. So, wir werden natürlich auch Nebenstrecke machen, wenn wir hier durchfahren. Ne? Mal gucken, wo jetzt hier, wo es uns denn hier punktemäßig hinhaut. Weil die Hallen sind groß genug, also ihr passt locker und Doppelgespann rein. Also das geht schon recht gut, ne? So, müssen wir dann jedes Mal hier einen Punkt setzen, oder? Es geht sich natürlich jetzt schlecht auf. Weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das machen. Ob wir jetzt hinten uns eine Linie machen und fangen später an. Na, wir gucken mal, wir machen mal zack neu. Das sollte dann der Haltepunkt werden. Die müssen wir dann beschriften, weil die werden dann so vergeben, die Parkplätze, wie die Fahrzeuge heißen. Ne? Und hier müssten wir auch gucken, weiß ich nicht, wie weit wir es machen. Die müssen natürlich rausfahren können, ist klar. Hier müsste ich auch Linie einfahren erstmal, ne? Meine, das immer mit zu verbinden, das geht natürlich. Wenn wir jetzt noch weiter vorfahren. Ne, eigentlich müsste das so reichen, ne? Müssen wir mal hier auf kurz zwei Punkte setzen. Damit ich sehe, wo wir lang müssen. Ich würde dann schon
ist hier Vorderkante Trecker. Und der Abzweig, das reicht so. Mehr müssen wir da gar nicht machen. Weil wir können das Ganze ja hier aufgrund der Platzverhältnisse relativ großzügig gestalten. Also das ist jetzt nicht das Thema, ne? So, hier ist es natürlich so, dass wir das ja ganz einfach auch rüber verbinden. Und da müsste der auch rumkommen, würde ich sagen. Den Punkt können wir natürlich gleich mal am Anfang mitnehmen. Das Einzige ist eben hier drüben, die erste Bahn müssen wir dann noch machen, weil das ja nicht am Zaun hängen bleibt. Das müssen wir mal ausprobieren. Brauchen wir einen Punkt hier drüben. Das müssen wir natürlich gucken, dass wir das ja möglichst gerade hinkriegen. Aber das sieht soweit schon mal ganz gut aus. So, wir fahren trotzdem bis hier hinten hin, damit wir die Punkte in derselben Höhe haben. Aber hier werden wir dann wieder welche weglöschen. Wir werden jetzt gleich mal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert. Wir machen, schreiben mal hin hier Tor 1. Oder beziehungsweise könnten wir dort auch hinschreiben Halle 1, Tor 1. Ne? Halle 1. Tor 1. Ja, da können wir nämlich mit den Gespannen mal probieren. Also wenn er mit den Drehschemel hinten dran rumkommt, dann sollte das auch praktisch ein LKW gelingen, würde ich jetzt fast sagen. So, hier müssen wir gucken, dass wir bis vorkommen. Als zu weit. Müssen wir wenigstens noch anbinden, sonst klappt es natürlich nicht, ne?
Ich denke mal, das wird reichen, wenn wir hier fahren. Naja, das ist noch... So, gucken wir mal. Und wir gucken dann gleich mal, wo er anhält. Nicht, dass wir die Punkte generell früher oder später setzen müssen, was dann die eigentlichen Haltepunkte werden. Weil es sollte dann schon so sein, dass er nicht durch die Halte, dass man auch das Tor zulassen könnte. So, wir fahren mal bewusst hier vorne rein, damit wir sehen, ob der hier rechts um die Kurve kommt. Dann. Oh, Folge ist ja auch schon da rum. Ist ja Wahnsinn, wie die Zeit wieder rennt hier. So, ist natürlich jetzt im Standardordner. Aber das machen wir noch fertig hier. Obwohl, wir haben gestern bei der Marsch haben wir gestern länger gemacht, ne? Aber hier, kommen wir hier überhaupt schon rum? Ja. Ja doch, das geht. Ah, das wird nichts. Das ist das, was ich meine. Das geht schon mal... Naja, doch, es geht gerade so gut, ne? Müssen wir da wirklich auch mal mit dem Sattelauflieger probieren. Also von der Entfernung her passt das eigentlich gut, weil da geht auch Store zu hier drüben. Das passt soweit. Das können wir so fertig machen. Gut, dann ja, werde ich, machen wir heute ja nicht länger. Ne? Ich werde mal hier aber weitermachen, sodass wir das eingefahren kriegen. Und ja, dass wir dann unsere Fahrzeuge vielleicht dann in der nächsten Folge schon sortieren. Mal gucken. Ne? Also ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Allen natürlich noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann machen wir hier in dem Projekt am, ich denke mal am Mittwoch weiter. Ne? Weil immer so ein bisschen noch, ja, müssen wir mal gucken. Falls wir doch streamen sollten. Ja, werden wir sehen. Gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.